Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Punch Club. Wir könnten jetzt kämpfen. Ja, ich glaube, das machen wir. Genau, letzte Folge war ja der Bug, dass wir nicht mehr aus dem Kampf rauskamen. Oder aus dem Bildschirm. Deswegen kämpfen wir jetzt mal. Ich glaube, den Kampf haben wir jetzt schon 10-mal oder so gewonnen. Ich hoffe, wir gewinnen den jetzt auch noch. Und als nächstes wollten wir ja den, diese Regeneration von der Energie, leveln. Weil uns aufgefallen ist, dass wir ziemlich viel Energie verbrauchen. Weil wir ja auf Stärke gelevelt haben und deswegen unsere Attacken sehr viel Energie brauchen. Und es sieht so aus, als wenn wir gewinnen. Das sieht schön aus. Sehr schön. Komm, 5. Komm, hau ihn nieder. 9. Schön. Komm, noch ein. Bam. Jawohl, 14 noch. Noch ein. Komm, schaffst du. Holen dir. Bam. Komm. Jetzt, die Runde muss aber beendet werden. Und ich hoffe, ich kriege nicht wieder einen Bug, weil ansonsten weiß ich nicht, was ich tun soll. Jawohl. Nicht den Bug gekriegt. 4 Talentpunkte. Wie viel brauchen wir denn? Mal eben schauen. Oh, wir brauchen nur 6. Sehr schön. Dann, grundlegende Talente. Dann gehen wir direkt hier. Angriff oder Springen war's. Mann, shit. Weg der Schildkröte. Hoher Tritt könnte ich machen. Stärker als ein normaler Tritt, aber höherer Energieverbrauch. Genau. Stärker als ein einfacher Schlag, verbraucht aber auch mehr Energie. Ein schwächender Treffer, der ziemlichen Schaden verursacht und zugleich außerungeschickt eines Gegners verletzt. Das könnte ich natürlich auch machen. Ja. Ich glaube, ich mache das. Ja, das mache ich. Und danach kommt dann Angriff überspringen. Was mache ich danach? Dann kommt Cross. Was war das nochmal? Power Punch verursacht hohen Schaden, braucht kein hohes Geschick. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir eben. Na, wir melden uns an und kämpfen hier nochmal. Sollten wir eigentlich auch schaffen. Komm, mach was. Schön, 17er Kombo. 12er nochmal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hau ihn nieder. 17. Wow. Das klappt ja. Mit dem Gabelstapler und den ganzen Fässern. Nee, kann man hier eigentlich durch? Ich glaube nicht, ne? Aber wieso ist dann hier dieses Tor offen? Vielleicht eher später. Weiß ich ja nicht. Oh, jetzt kriegen wir gerade ein bisschen aufs Maul. Komm, hau ihn weg. Ah, nicht so viel einstecken. Wir haben gleich keine Energie mehr. Ja, nice. Nein. Oh, hau ihn weg. Bam, jawohl. Komm, ein Schlag noch. Ein Schlag noch, komm. Jawohl, sehr schön. Win. Super. Da haben wir auch wieder Energie und alles bekommen. Und wir gehen erstmal nach Hause. Und holen uns da Energie zurück. So. Der Koffer ist immer noch da. Alles klar. So. Okay, dann müssten wir heute nochmal auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Dann wäre ich auch mal so langsam dafür, dass wir ein paar Trainingsgeräte kaufen. Weil da müssen wir nicht immer in die Muckibude, sondern können wir auch einfach mal von zu Hause ein bisschen trainieren. Supermarkt zu Fuß. Mehr Geld habe ich nicht. Glaubst du, ich bin blöd? Gib mir den Rest. Hey, was guckst du? Ich habe mich nur gefragt, wie du. Ich wollte nur eine Limo, aber kann auch später vorbeikommen. Ich habe mich nur gefragt, wie du ohne Zähne aussiehst. Okay, Zeit, den Schurken in ihre Schurkenzähne zu boxen. Keine Ahnung. Fight. Boom, boom. Nice. Ja, der macht jetzt nicht so viel Damage. Schön. Schön. Nice. Wir verbrauchen da viel zu viel Energie. Das ist unser Fehler halt. Was ist denn, wenn wir das machen?
Wir haben keine Energie mehr. Nein. Wieso hat der nicht so viel Energie? Weil er nicht so oft zuschlägt. Okay. Ein Verbrechen verhindert. Du hast zum ersten Mal ein Verbrechen vereitelt. Ich bin stolz auf dich. Danke. Oh, vielen Dank, mein Held. Dir beim Kämpfen zuzusehen hat mich an einen alten Freund erinnert. Er war ein wahrer Meister. Übrigens braucht er etwas Hilfe in seinem Restaurant. Triff Kessey. Besuche das Restaurant und frage Kessey nach einem Job. Sollte diesen Freund besuchen. Ja, dann nicht jetzt. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Ja, sofort. Erstmal noch einmal zurück. No! Telefon! Hallo? Hey Junge, hast du dich schon überall umgesehen? Warum sollte ich das tun, Frank? Ich sag ja nur, manchmal findet man neue Motivation an merkwürdigen Orten. Das ist tiefgründig, Frank. Bah, lutsch eine Zitrone, Junge. Wow. Super, dafür hat er mich jetzt angerufen. Sehr nützlich, nicht? Kessey, hallo. Hi, Apo hat aus dem Supermarkt... Nee, Apo aus dem Supermarkt hat mir erzählt, du hast eine freie Stulle. Ah, du bist es. Ich bin Kessey. Apo hat mir alles von deinen Heldentaten erzählt. Ich brauche jemanden, der meine Pizza ausliefert. Triff Kessey. Du hast Kessey getroffen, der war mal Seefahrer. Jetzt kann er dein Boss werden. Ich glaube, er ist gefährlich. Klingt gut. Ich mach's. Alles klar, liefer Pizza. Start. Jetzt kriegen wir 230, aber das verbrauchte deutlich weniger als das andere. Deswegen ist das hier wahrscheinlich etwas nützlicher. Plink. Wir müssen trainieren. Auf jeden Fall trainieren müssen wir jetzt gleich. So, einmal Stopp. Gehen wir einmal nochmal nach Hause. Macht das Sinn? Macht keinen Sinn. Egal. Boom. 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 Eine Hand nur, rechter Hand am Rücken. Das kann auch nicht jeder. Gut, dann gehen wir einmal nochmal in die Bookie-Bude. Trainieren nochmal da ein bisschen. Ja. Zuerst ein bisschen Stärke. Vielleicht kriegen wir es ja auf 7. Mal schauen. Na, wir müssen gleich schon wieder essen. Könnte schwer werden. Ein Geschick noch, damit wir das auf jeden Fall auf 2 sichern. So, jetzt müssten wir essen. Gehen wir noch mal nach Hause. Essen dort 1. So. Dann schlafen wir mal eben. Na los, 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 los. Okay. So. Essen wir hier nochmal 2 und sichern hier nochmal etwas, denn heute ist der große Tag. Wir kämpfen wieder. Na los, Stärke hoch, alles klar, funktioniert nicht mehr, dann kämpfen wir jetzt mal. 1, 2, 3 nur. Wow, den sollten wir eigentlich mit Leichtigkeit machen können. Der hat auch ziemlich wenig Ausdauer und ziemlich wenig Leben. Insgesamt ist er jetzt nicht so gut. Da ist unserer eindeutig besser. 23er Combo, nice. 20er Combo, nice. Sehr schön.
Komm, hau ihn weg. Nein. Sehr schön, komm. Hau nochmal richtig zu. Komm. Boom. Nein. Komm, jetzt aber. Boom. Boom. Noch ein Hit. Ein Hit. Komm schon. Komm schon. Boom. Jawohl. Win. 5 EP wieder. Hey, Kumpel. Du warst unaufhaltsam. Das war super, nicht wahr? Willst du gleich nochmal? Ja, das war super. Ich muss noch... Ja, sicher. Auf geht's. So macht man das. Ich muss jetzt los. Meine Schwester kommt aus dem College wieder. Sie ist echt klug. Komm doch einfach mal bei mir vorbei. Ich freue mich, dich zu sehen. Abgemacht, Roy. Ich komme vorbei, wenn ich mich vom letzten Kampf erholt habe. Roy ist ein echt guter Kerl. So, dann leveln wir mal eben hier Angriff überspringen. Weil das brauchen wir auf jeden Fall. Da anmelden und hier kämpfen. 434 wird schon etwas knapper. Ah, shit. Nicht gut, nicht gut. Sehr schön. Gut. Gut. Shit. Komm, hau ihn weg. Ja, 18er Combo. Sehr schön. Komm, nein. Ja, 14. Der hat genauso wenig Energie wie ich. Aber ich will jetzt nichts riskieren. Deswegen, Energie da. So. Sehr schön. Super. Komm. Jawohl! Kombo! Weg ist er. Wunderbar. Super. Gehen wir mal einmal zu Roys Haus. Hallo. Hey, Roy. Hey, Kumpel. Schön, dich zu sehen. Was ist los? Also, ich wollte meine Schwester abholen, aber mein Auto hat eine Panne. Verdammt, das ist ja blöd. Ja, jedenfalls habe ich meiner Schwester von dir erzählt und wie toll du bist. Sie ist nicht wirklich beeindruckt vom Kämpfen. Aber hey, du sollst dir mal Hallo sagen gehen. Du bist ein toller Kerl. Haha. Triff Roys Schwester Adrian. Ich komme, sie ist nicht so wie er. Ich hoffe, sie ist nicht so wie er. So. Danke, Mann. Ich sage ja bestimmt mal Hallo. Super. Jetzt komm, lass uns über Taktik und so reden. Danach können wir zusammen trainieren. Bitte Roy mit dir zu trainieren. Das ist echt so ein Klischee, ne? Männer reden nur über Taktik. Wie geht's? Ich bin ein Freund von Roy. Hoffentlich hat er mich erwähnt. Oh, hi. Ja, er hört gar nicht auf, davon zu erzählen, wie super cool ihr zwei seid. Er gibt immer noch so viel an wie damals. Du hast Adrian getroffen. High five. Wow. Ich bin Adrian. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Ich muss mit Roy reden. Schwingen der Liebe. Gewinne Adrians Zuneigung. Das ist vermutlich schwieriger als deine Kämpfe. Roy. Frag nach der Schwester. Ja, Roy, deine Schwester ist, wie soll ich sagen, ziemlich attraktiv. Das liegt in der Familie und hey, sie ist auch ziemlich klug. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Ich glaube, sie mag dich. Ich weiß nicht, Roy. Das sieht gar nicht so aus. Ich denke schon. Weißt du was? Sie mag Blumen. Denk drüber nach. Okay, Roy, danke für den Tipp. Kein Problem, Kumpel. Ich glaube, es würde ihr gut tun, mit einem tollen Kerl wie dir Zeit zu verbringen. Hallo? Roy hat erzählt, dass du Blumen magst. Da...